Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Secret Files der Tunguska. Ich bin in der letzten Folge ziemlich verzweifelt und ich weiß jetzt mittlerweile auch den Grund dafür. Ich bin nämlich hier nochmal alles komplett durchgegangen und habe ja, wie ihr schon in der Folge gesehen habt, überall alles so rausgezogen. Hat ja alles nicht funktioniert. Aber, und das hat mich jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr überrascht. Ich gehe nämlich nochmal rein ins Museum. Jetzt geht die so langsam. Ich habe ja in der letzten Folge hier an der Lampe auch schon versucht, alles so ranzuziehen, was natürlich irgendwie Schwachsinn wäre, die Sachen da ranzuziehen. Aber ich habe dann später gemerkt, als ich nochmal hier komplett durchgelaufen bin und wirklich jedes einzelne Teil alles immer wieder so hochgezogen habe. Also es hat sehr, sehr lange gedauert. Gut, dass ich das jetzt hier nicht zeigen muss. Also das habe ich jetzt komplett rausgeschnitten, weil sie ja immer das Gleiche gesagt hat. Ich meine, ihr habt ja die Hälfte davon sowieso schon gesehen. Ich habe nämlich festgestellt, dass man hier ganz genau an dieser Lampe dran sein muss, um die Lampe auch wirklich, ja, anvisiert zu haben. Und anscheinend war ich gestern, als ich das Diadem in der Hand hatte, irgendwie hier oben. Und da reagiert die Lampe nämlich gar nicht. Ich muss genau hier unten, genau da diesen Winkel erwischen, damit ich dann grüne Schalter, sage ich jetzt mal, auf der Maus bekomme. Und ich hoffe, dass uns das Ganze jetzt endlich weiterbringt. Ansonsten raste ich hier nämlich aus. Das ist das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, was eventuell wirklich noch funktioniert. Ob ich jetzt erleuchtet werde? Wow, es hat funktioniert. Endlich. Oh, ich werde wahnsinnig. Okay, kann man sich das jetzt angucken? Wäre eigentlich logisch. Ein schöner Regenbogen übrigens hier. Da scheint jemand mit einer unsichtbaren Tinte einen der Räume besonders gekennzeichnet zu haben. Durch den farbigen Lichtstrahl ist die Markierung jetzt sichtbar geworden. Da es hier keine Legende gibt, habe ich leider keine Ahnung, wo dieser Raum Nummer 8 genau ist. Scheint aber zu den Räumen zu gehören, die gerade renoviert werden. Das ist natürlich schlecht, weil zu den renovierten Räumen oder den Räumen, die jetzt renoviert werden, komme ich natürlich jetzt nicht hin. Hi. Hey, nicht schlecht. Da ist man mal ein paar Minuten weg und schon verwandelst du das Museum in eine Lightshow. Oh, ich... tut mir leid, aber... Schon okay. Was hat das Ganze denn zu bedeuten? Das weiß ich auch noch nicht so genau. Aber wenn dieses Rätsel wirklich von meinem Vater kommt, dann muss er schon einen guten Grund für diesen ganzen Aufwand gehabt haben. Hast du schon was rausgefunden? Ich arbeite noch dran. Und du? Irgendwas Neues zum Thema Tunguska? Nicht viel. Hier, diese beiden Artikel habe ich gefunden. Okay, ich denke mal, die kann ich mir dann gleich angucken. Durch den Lichtstrahl hat sich der Fluchtplan da an der Wand farblich verändert. Ein Raum mit der Nummer 8 scheint hervorgehoben zu sein. Ist das einer der Räume, die gerade renoviert werden? Ja, und zwar schon seit Ewigkeiten. Die Bausubstanz in diesem Haus ist leider nicht mehr die beste. Und die Jungs haben ganz schön Schwierigkeiten, das wieder halbwegs hinzukriegen. War in dem Raum irgendwas Besonderes? Nein, eigentlich nicht. Alle Ausstellungsstücke aus diesem Raum werden bei mir zwischengelagert. Suchst du was Bestimmtes? Eine Antwort. Ich wüsste. Wir können gleich mal in mein Büro gehen. Vielleicht findest du ja etwas, das dir weiterhilft. Okay. Lass uns in dein Büro gehen, Max. Komm, gehen wir mal in mein Büro und sehen uns die Ausstellungsstücke aus Raum 8 an. Schau dich ruhig um. Diese Sachen sind alle aus dem Raum, der gerade renoviert wird. Welche Sachen? Da ist doch jetzt nichts Neues, oder? Ach, jetzt können wir die Sachen angucken, okay. Wenn ich mich richtig an meine zuletzt gesehene Inka-Dokumentation erinnere, dann wurden solche Masken bei Opferritualen getragen. Okay. Hier ist auch nochmal eine. Der Schild eines Pygmäenkriegers aus dem Jahre 1687. Könnte auch 1688 sein. Oder aus Asien stammen. Oder so. Okay, dann ist es keine Maske, sondern ein Schild. Und ein schmaler Hintern meines Freundes. Kann ich hier noch irgendwas? Ach, das war ich. Eine Vase, okay. Eine Vase aus der Ming-Dynastie. So eine habe ich als Kind mal runtergeschmissen. Ups, ich schätze, der Vater war wohl begeistert. Mal schauen, hier ist auch noch eine Vase.
Sieht uralt aus. Allerdings habe ich so eine auch letzte Woche bei einem schwedischen Möbelhaus gesehen. Aber ich denke eher, dass sie uralt ist. Ja, da weiß man ja nie, ne? Ich meine, wenn Made in Japan oder so draufsteht, dann, oder Made in China, dann würde ich sagen, sie ist nicht so alt. Okay. Oh, eine Münze. Das Ding ist offenbar nur eingesetzt. Ich glaube, das gehört gar nicht zu der Reliefscheibe. Ich hab eine ganz, ganz große Ahnung. Ich glaube, das ist irgendeine Art von Kalender. Wie man den liest, weiß ich aber auch nicht. Das ist der Maya-Kalender. Oder? Das war doch... Nee, da steht nur Reliefscheibe. Da ist noch eine Vase. Die könnte antik sein. Mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Macht nichts, ich habe auch nicht viel mehr Wissen. In Mikrobiologie, da könnte ich noch einiges zu sagen, aber jetzt zu irgendwelchen Masken, da kann ich leider nichts zu sagen. Okay, dann schauen wir uns jetzt nochmal eben im Nebenraum um, wo die Münzsammlung war. Da haben wir ja auf dem Begleitzettel oder was das war, stehen gehabt, dass wir die alle durcheinander bringen müssen. War das jetzt hier? Münzkasten. Nein, du sollst dich nicht selbst angucken. So, können wir das jetzt da reinlegen? Die Münze passt perfekt zu den anderen. Okay, kann ich die jetzt... sehr schön. Jetzt kann ich die so umsortieren, dass die... Wie stand das jetzt? Die dürfen weder senkrecht noch waagerecht noch diagonal doppelt sein. Auf dem Zettel steht, und der Fürst sprach zu der Prinzessin. Ob in der senkrechten, der waagrechten oder den beiden Hauptdiagonalen. Achte darauf, dass niemals die gleichen in Reihe und Glied stehen. Soll das irgendwas mit den Münzen zu tun haben? Okay. Jetzt ist nur die Frage, wie mache ich das jetzt? Ich würde jetzt mal spontan sagen, wir müssen uns so behelfen, dass wir immer die äußersten vertauschen, aber dann ist die ja doppelt. Moment. Oh Gott, das wird jetzt wieder, das ist jetzt wieder, das ist ein Rätsel nach meinem Geschmack, aber es ist ein Rätsel, was ich nicht so schnell lösen kann. Das weiß ich jetzt schon. Also hier müssen wir das auf jeden Fall erstmal so machen, dass wir in der ersten Zeile, in der ersten Reihe vier verschiedene haben. Hier haben wir auch vier verschiedene, die liegen aber am falschen Platz. Das heißt, die tauschen wir schon mal aus. Die tauschen wir aus. Und welche fehlten da noch? Die tauschen wir. Hat er die jetzt hier automatisch? Ja, hat er automatisch gemacht. Okay. Dann müssen wir die austauschen. Warum habe ich die jetzt genommen? Ich weiß es nicht genau. So, jetzt haben wir auf jeden Fall... Ach nee, jetzt haben wir hier die doppelt. Da geht es dann schon los. Da muss man dann wirklich seinen Grips... Das ist doch... Ach so, die habe ich jetzt... Ja, nee, die Hauptdiagonalen haben sie aber gesagt, ne? Also die hier, die dürfen nicht gleich sein. Das heißt, wenn ich die und die... Ganz so doof bin ich nicht. Scheint eine Art Geheimfach zu sein. Wozu braucht mein Vater sowas? Da sind Unterlagen drin. Es geht um die Forschungsreisen meines Vaters. Hier steht, dass er 1958 Leiter einer geheimen Expedition in die Tunguska-Region war. Offenbar wurde nach dieser Expedition von höchster Stelle versucht, die Ergebnisse geheim zu halten. Dreht sich irgendwie um sonderbares Pflanzenwachstum. Papa wollte trotzdem weiterforschen, aber ihm wurden alle weiteren Untersuchungen untersagt. Er ist dann anscheinend trotzdem nochmal in die Region gereist. Auf eigene Faust, nur in Begleitung eines gewissen Manuel Perez und eines einheimischen Führers. Das war 1977. Wenn ich das richtig verstehe, ist bei dieser Expedition aber einiges schiefgelaufen. Diesem Perez ist irgendwas Schreckliches zugestoßen und die beiden wurden verhaftet. Was genau mit ihm in dieser Nacht geschehen ist, konnte mein Vater bis heute nicht in Erfahrung bringen. Und Perez ist seitdem spurlos verschwunden. Mein Vater schreibt etwas später, dass er bereits hier hätte erkennen müssen, dass Menschenleben immer wichtiger als die Forschung sind. Was meint er damit?
Ich sollte vielleicht mal Max dazu befragen. Der kann mir vielleicht auch die ganzen Formeln und wissenschaftlichen Ausdrücke erklären. Und hier ist auch noch ein Brief von irgendeiner Gesellschaft in Irland. Aber das sind nur leere Seiten. Ich brauche definitiv Hilfe. Vielleicht weiß Max ja was darüber. Tut mir leid, ich habe immer noch nichts. Aber ich? Wie das mit dem Verschwinden meines Vaters zusammenhängen soll, weiß ich zwar auch noch nicht, aber ich habe in einem Geheimfach Unterlagen meines Vaters gefunden. Es ging um eine geheime Expedition und seltsame Vorkommnisse und... Hey, ganz ruhig. So schnell komme ich nicht mit. Komm am besten mit in das Büro meines Vaters. Ich zeige dir die Unterlagen und dann sollten wir uns vielleicht doch mal seinen Aktenschrank vornehmen. Okay, gehen wir rüber. Ich hatte doch gesagt, dass ihr euch hier nicht mehr blicken lassen sollt. Glaubt mir, es wäre wirklich besser gewesen, wenn ihr euch aus der Sache rausgehalten hättet. So bleibt mir keine andere Wahl als... Ah! Oleg Kambuski? Da bin ich gerade noch rechtzeitig gekommen. Seid ihr in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Was machen Sie hier? Und was wollte der Kommissar eigentlich von uns? Wollte der uns erschießen? Na, zum Spaß wird er die Waffe bestimmt nicht auf euch gerichtet haben. Wir sollten hier weg, bevor der Typ wieder aufwacht. Er fesselt den bloß nicht. Tut mir leid, dass ich bei unserem ersten Zusammentreffen so unfreundlich war. Ich habe das Gefühl, dass ich seit einiger Zeit verfolgt werde und meine Nerven liegen derzeit etwas blank. Ich kenne deinen Vater natürlich. Genau genommen sogar schon sehr lange und sehr gut. Ich war damals mit ihm auf einer seiner Expeditionen. Zusammen mit dem Kubaner Manuel Perez, einem irischen Biologen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, und einigen Helfern, waren wir damals in der Tunguska-Region. Ich will jetzt nicht im Detail auf die Vorkommnisse von damals eingehen, aber aus irgendwelchen Gründen scheint sich gerade jetzt jemand sehr dafür zu interessieren. Ich habe das Gefühl, dass nicht nur ich bedroht werde, sondern auch dein Vater und möglicherweise sogar alle noch lebenden Teilnehmer der damaligen Expedition. Beweisen kann ich das natürlich nicht. Aber wenn mich nicht alles täuscht, könnte der russische Geheimdienst FSB dahinter stecken. Schon damals haben die alles versucht, uns und vor allem deinen Vater an weiteren Expeditionen zu hindern. Du weißt über deine Mutter Bescheid? Meine Mutter? Wieso? Was hat die denn damit zu tun? Du weißt, dass sie bei einem Unfall ums Leben gekommen ist? Ja, aber... Ob es wirklich ein Unfall war, ist sehr fraglich. Du saßt damals mit dem Auto. Ich fuhr hinter euch, als der Wagen plötzlich ein Brückengeländer durchbrach und in einen Fluss stürzte. Dich konnte ich gerade noch rausziehen. Aber beim Versuch, deine Mutter zu retten, hat es mir zwei Finger abgerissen und dadurch... Davon hat mir mein Vater nie etwas erzählt. Er hat bestimmt versucht, dich nicht auch noch damit zu belasten. Wir beide haben uns schon genug Vorwürfe gemacht. Aber genug von damals. Jetzt müssen wir erstmal deinen Vater wiederfinden. Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage habe ich ein paar alte Kontakte spielen lassen. Einer davon, Sergei, ist in Kreisen zu Hause, die... Nun ja, in die ich lieber nicht geraten möchte. Aber er weiß nahezu alles, was eigentlich keiner wissen darf. Nach seinen Informationen wurde in der Tunguska-Region bereits vor Jahrzehnten eine Forschungsanlage errichtet. Und gerade jetzt ist wieder ein Transport dorthin geplant. Angeblich sind nicht alle Wissenschaftler, die dorthin gebracht werden sollen, freiwillig dabei. Diese Forschungsreise und das Verschwinden deines Vaters wenige Tage vor ihrem Start könnten durchaus im Zusammenhang stehen. Das heißt, mein Vater wurde entführt und sitzt jetzt in einem Zug nach Sibirien? Was wollen die von ihm? Auch wenn er seit Jahren nicht mehr offiziell in der Forschung aktiv war, er ist immer noch eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sergei könnte uns mit Sicherheit weiterhelfen. Ich soll nach Moskau? Ich habe ein Flugzeug. Wir wären in ein paar Stunden da. Ich weiß, das ist alles etwas viel auf einmal. Aber wenn dein Vater wirklich in dem Zug ist, haben wir keine Zeit zu verlieren. Sobald er erst einmal in der Tunguska-Region angekommen ist, werden wir ihn da kaum noch rausholen können. Dazu ist der Bereich um die Station viel zu gut bewacht. Was meinst du? Ich weiß nicht. Tja, ist vielleicht die einzige Chance. Also, lass uns aufbrechen. Es wäre gut, wenn einer hier bleibt. Vielleicht meldet sich Wladimir ja doch noch. Aber... Nina, wir sollten los, wenn wir noch eine Chance haben wollen, vor der Abfahrt des Zuges anzukommen. Naja, ich könnte mir die Unterlagen deines Vaters ja nochmal ansehen. Aber ein gutes Gefühl... Prima, dann lass uns aufbrechen. Pass gut auf dich auf, ja? Ich werde mir Mühe geben. Ich hätte dich gern... Ja, ich auch. Viel Glück. Oh, was denn? Vorher nochmal.
Oleg hat mir gar nicht gesagt, dass du eine solche Schönheit bist. Hätte ich das gewusst, wäre mein Preis sicher niedriger ausgefallen. Ja, ich freue mich auch, Sie zu sehen. Sie können mir auf der Suche nach meinem... Sergej kann vieles. Einige sagen, Sergej kann alles. Aber Sergej ist bescheiden, also belassen wir es dabei, dass Sergej nahezu alles kann. Ja, ja, die Bescheidenheit ehrt Sie. Worum genau geht es? Ich dachte, das wüssten Sie. Klar, aber Sergej braucht alle Informationen noch einmal aus erster Hand. Und der Anblick deines Mundes und deiner sich bewegenden Lippen. Wollen Sie mir nun helfen oder mich begaffen? Wie heißt es so schön? Eine Hand wäscht die andere. Okay, also. Mein Vater ist verschwunden. Ich wollte mich eigentlich mit ihm in dem Museum, in dem er arbeitet, treffen. Als ich dort ankam... Ja, ja, Sergej weiß das. Und was wollen Sie denn wissen? Was hat dein Vater in den letzten Wochen gemacht? Woran hat er gearbeitet? Für wen hat er gearbeitet? Oh. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung. Ich habe mich mit meinem Vater nie großartig über seine Arbeit unterhalten. Er neigt dazu, stundenlange Vorträge zu halten und ich neige dazu, nach wenigen Minuten in einen Halbschlaf zu fallen. Irgendwann haben wir uns dann darauf geeinigt, die Arbeit als Gesprächsthema lieber außen vor zu lassen. Schlecht. Ganz schlecht. Ja, ich weiß, aber... Naja, ist ja jetzt auch egal. Auf jeden Fall weiß ich nicht wirklich, an was und für wen er in letzter Zeit gearbeitet hat. Neben den Sachen fürs Museum hat er immer noch Vorträge gehalten und Expertisen erstellt. Aber was genau? Ich weiß nur, dass er in den letzten Tagen etwas unkonzentriert gewirkt hat. So, als ob ihn irgendwas besonders beschäftigt. Aber was das war... So kommen wir nicht weiter. Ein paar Vögelchen haben in den letzten Tagen schon gesungen, noch heute fährt ein Zug in die Tunguska-Region. Es geht um irgendwelche wissenschaftlichen Experimente. Was genau, weiß ich nicht. Ist jetzt auch nicht wichtig. Auf jeden Fall sind einige alte Freunde reaktiviert worden. Alte Freunde reaktiviert? Wissenschaftler und Ortskundige, die bereits in der Vergangenheit in der Tunguska-Region waren, wurden, nun ja, um Mithilfe gebeten. Einige kamen freiwillig, andere mussten erst überredet werden. Aha, verstehe. Schön. Wie dem auch sei. Könnte gut angehen, dass dein Vater dabei ist. Ist er in Gefahr? Wie kann ich ihn da rausholen? Wenn er keine Dummheiten macht, dürfte er auch keine Probleme kriegen. Normalerweise. Und? Wie holen wir ihn da raus? Wir holen ihn da gar nicht raus. Aber wie bereits gesagt, Sergej kann fast alles. Ein alter Bekannter steht am Nebeneingang des Bahnhofs. Er wird dich reinbringen, dir einen Passierschein und eine Uniform geben. Wenn du erstmal an Bord des Zuges bist, solltest du genügend Zeit finden, um dich umzusehen. Die Wachen an Bord sind während der Fahrt größtenteils mit Saufen und Kartenspielen beschäftigt. Ach ja, du reist unter dem Namen Nina Perkova. Wenn dein Vater wirklich an Bord sein sollte, könnte dich sonst dein Nachname verraten. Ich soll in den Zug alle Wachen ausschalten und meinen Vater im Alleingang befreien? Toller Plan. Wie du deinen Vater da rausholst, sehen wir dann, wenn du ihn gefunden hast. Keine Sorge, so einen süßen Hintern lässt Sergej nicht verschrumpeln. Na, da bin ich ja beruhigt. Entschuldigung, bin wohl ein bisschen nervös wegen meines Vaters. Ich bin wirklich froh, dass Sie mir helfen. Vielen Dank. Schon okay, Kleines. Man nennt Sergej nicht umsonst die gute Seele von Moskau. Und denk daran, auch wenn du Informationen bekommst, mit denen du erst einmal nichts anfangen kannst, Sergej kann damit ganz sicher was anfangen. Okay, ich werde sehen, was ich rausfinden kann. Schönes Wetter heute, nicht wahr? Ja. Viel zu schön, um hier draußen rumzusitzen. Kollege Yushin übernimmt jetzt deine Schicht. Ist das nicht nett von ihm? Was? Wieso? Komm mit. Wir plaudern ein bisschen. Oh. Scheint nicht mein Glückstag zu sein. War das jetzt ein Zufall oder haben die herausgefunden, dass Sergej einen der Wachsoldaten geschmiert hat? Auf jeden Fall habe ich jetzt ein riesiges Problem. Sergej ist erst einmal weg. Mein Handy hat keinen Empfang und ich muss schleunigst in den Zug. Nina, es wird Zeit für eine geniale Idee. Ja, und wie man so schön sagt, geniale Ideen brauchen ihre Zeit und wir haben jetzt schon ziemlich viel Zeit mit Zwischensequenzen verbraucht.
Dementsprechend würde ich sagen, dass wir hier jetzt erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen und ja, hoffentlich dann auch wirklich eine geniale Idee haben. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao.